Unsere Gesellschaft ist geisteskrank. Die ist einfach irre, was wir hier machen. Es ist nicht natürlich. Menschen sind voll weit von dem weggekommen, was natürlich ist. Bin ich genau der gleichen Meinung. Wie das denn alles so hier funktioniert. Das sind alles Glaubenssätze, die hast du aufgenommen. Die hast du von Lehrern gehört, von Erziehern, von irgendwelchen Vorbildern. Das ist bereits Teil der Matrix, wenn du so möchtest. Du bist ein Stammmensch. Du bist immer Teil einer Kette. Ja, aber die wenigsten kümmern sich um die Software und das Weltbild. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Ich küsse eure Zirbeldrüse und zwar gehen wir in ein Video rein. Mal wieder von dem Kollegen, wie heißt er nochmal? Rai Gave in einem Interview. Ein kurzer Ausschnitt, in Anführungszeichen, geht 5 Minuten. Unsere Gesellschaft ist geisteskrank. Was wir hier machen, ist irre, Ausrufezeichen. Ich finde seine Artikulationsart und Weise sehr, sehr gut. Ich kann ihm sehr gut folgen und ich finde seine Ansichten und Dinge sehr interessant. Deswegen ziehen wir uns jetzt mal das Ding hier rein. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen. Abonniert mich auf Rumble und abonniert mich auch hier auf YouTube. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Okay, ich bin in einer Gesellschaft groß geworden, die ist geisteskrank. Die ist einfach irre, was wir hier machen. Das ist einfach irre. Das ist nicht normal. Normal ist es schon, aber das ist krank. Fühle ich. Normopathie. Es ist nicht natürlich. Menschen sind voll weit von dem weggekommen, was natürlich ist. Bin ich genau der gleichen Meinung. Die Menschen können sich, also viele Menschen können sich kaum noch daran erinnern, was eigentlich normal ist. Wie man sich als Mensch eigentlich wirklich verhält und was natürlich ist so. Wir sind Zombies geworden, Roboter. Ist normal, aber es ist nicht natürlich. Ja? Also vielleicht diese Abgrenzung. Natürlichkeit und Normopathie, dass man erstmal erkennt, okay, ich sitze da mittendrin. Das ist der erste Schritt. Dass man erstmal an sich selber, an seinem eigenen Leben nachvollzieht, okay, wo war ich denn in diesem Normopathiekreis eingebettet? Ja, ich habe alles mitgemacht. Okay, gut. Das ist schon mal der erste Schritt, hat er vollkommen recht, dass man realisiert, dass man programmiert ist und dass man in einer Art Matrix stattfindet und dass man da mitgemacht hat und dass man selbst sich limitieren lassen hat und diese ganzen Glaubenssätze sich angeeignet hat, wegen den Dingen, die um einen herum passiert sind oder was man eingetrichtert bekommen hat. Das zu realisieren, ist der erste Weg raus aus der Matrix. Erster Schritt. Das wäre auch mit der wichtigste Schritt, wenn du vorhast, Kinder zu kriegen, weil dann weißt du ja schon, dass du bei dir selber erstmal schauen musst, was du für Muster mitbekommen hast, ja, für Meinungen, für Glaubenssätze, ja. Ich schwör's dir, ich finde, der bringt immer die richtigen Ansätze und Wörter so, weil es ist doch richtig und wichtig, dass du realisierst, was für Glaubenssätze, Meinungen und so du eingetrichtert bekommen hast, bevor du ein Kind bekommst, weil sonst gibst du diese ganzen Sachen deinem Kind automatisch weiter so. Dein Kind orientiert sich daran, wie du bist, nicht nur, was du ihm erzählst. Und deswegen musst du erstmal realisieren, wer du eigentlich wirklich bist, Digga. Und das haben viele noch nicht getan, glaube ich. Wie das denn alles so hier funktioniert. Das sind alles Glaubenssätze, die hast du aufgenommen, die hast du von Lehrern gehört, von Erziehern, von irgendwelchen Vorbildern. Ja? Das ist bereits Teil der Matrix, wenn du so möchtest. Und dann gilt es als nächstes natürlich irgendwo versuchen, emotional nachzureifen. Und Jungs, Männer sind sowieso ein bisschen langsamer in der Reifung als Mädchen. Ja, das Haut? Wer sagt das? Liegt einfach in der Natur der Dinge. Aber das ist wichtig. Gerade für Männer ist es sehr wichtig, diese emotionale Nachreifung hinzubekommen. Und ich sage mal so, was mir persönlich auch sehr geholfen hat, ist folgendes Verständnis. Und zwar Selbstverständnis. Wenn du jetzt, im Russischen gibt es ja den Begriff für Familie, heißt dort Semja. Und Semja, also Familie, heißt übersetzt 7 Ich. Krass. Und wenn du das mal auf die Paruski, blöd. Was bedeutet 7 Ich? Wir kennen ja auch diese Matroschka-Figuren. Ah jo, Digga, hat meine Oma auch zu Hause gehabt. Diese ineinander geschachtelten Holzfiguren. Das symbolisiert nichts anderes. Dann bedeutet das, das bist du und das ist deine Eltern, Urgroßeltern, Eltern, Großeltern und Urgroßeltern-Generation und Kinder, Enkel, Urenkel. Also es geht hier um 7 Generationen. Das heißt, du bist ein Stammmensch. Du bist immer Teil einer Kette. Und das bedeutet, dass du nicht, wie die Gesellschaft uns gerne haben möchte, nach dem Prinzip Teile und Herrsche, ein isoliertes Sozialatom bist, sondern du bist Teil einer Kette. Das bedeutet zweierlei. Erstens. Ich schwör's dir, das ist voll powerful, was der gerade sagt. Das gibt dir auch eine gewisse Verantwortung, weißt du, wie ich meine, so? Und das macht dich stark, wenn du das so siehst. Ich finde das sehr, sehr krass ausgedrückt gerade. Ohne deine Vorfahren wärst du heute nicht hier. Dafür kannst du dankbar sein. Und zweitens bedeutet das, und das ist das aus meiner viel wichtigere, du hast eine Pflicht.
Denn du entscheidest, wenn du reif bist und den Staffelstab bekommst, was mit deiner Stammeslinie passiert. So, ich schwör's dir, das habe ich schon immer so tief gespürt bei mir, ne? Ich war schon immer so, okay, ich bin dafür verantwortlich, was mit meiner Stammeslinie passiert. Deswegen will ich auch so viele Kinder haben in Zukunft, so. Und ich will vor allen Dingen das richtige Mindset haben und mich selber auf dieses Level bringen, dass ich ein heftiger Vater bin, der den Kindern genau die richtigen Dinge beibringt, damit das weitergeht. Weißt du, was ich meine, so? Ich glaube, gerade Männer spüren das doch in sich eigentlich ganz tief. Aber das wird uns ja auch irgendwie nicht, das wird uns eher abtrainiert, weißt du, was ich meine? So, wir sollen alle unser getrenntes, egoistisches Leben leben und darauf scheißen, unsere Vorfahren, Nachfahren, egal, Hauptsache du bist glücklich und du hast Spaß, Digga. Die fortgesetzt wird? Und wenn ja, mit wem? Mit welcher anderen Stammeslinie, sprich Partnerin oder Partner, fügst du die zusammen und bringst sie in die Zukunft? Hast du Kinder? Wenn ja, wie viele? In welchem Sinne erziehst du sie? Weil die meisten konzentrieren sich immer nur auf die Hardware. Also sprich, ah, der Körper ist gesund, alles wunderbar. Das Baby ist ein Fleischgebilde, so alles klar, alles dran, wunderbar. Ja, aber die wenigsten kümmern sich um die Software, um das Weltbild. Weil, ob ein Mensch später Mörder wird, Vergewaltiger, Dieb, was weiß ich, der wird ja nicht so geboren. Das muss so bewusst mal, ein Mensch wird nicht als Mörder, Vergewaltiger und Dieb und was weiß ich geboren. Sondern es muss ja auf dem Weg, bis er zu diesen Taten gekommen ist, irgendetwas passiert sein. Und vor allen Dingen hier oben, in seinem Bewusstsein, in seiner Software. Und die Software ist das Entscheidende. Weil wenn da ein Fehler drin ist, also sprich ein Virus, ein Gift, dann kann das da zu Umständen führen, die dann diesen Menschen dann irgendwann solche Handlungen machen lassen. Das heißt, wir müssen uns viel mehr auf diesen Software-Aspekt konzentrieren, als nur auf den Hardware-Aspekt. Also dicke Muckis haben hier, so. Ja, das ist Beiwerk. Viel wichtiger ist, was für ein Geist bewohnt jetzt dieses Gebilde hier. Facts. Das ist entscheidend. Und wenn man, wie gesagt, schon mal so dieses Gefühl bekommt, okay. Der spricht mir aus der Seele, der Typ, sage ich euch so, wie es ist, ne? Also auch schon beim ersten Video, auf das wir reagiert haben. Ich spüre da so eine richtige Resonanz, Digga, Alter. Das ist richtig so, wir sind auf derselben Frequenz unterwegs, habe ich das Gefühl. Teil einer Kette. Dann treffe ich im Leben andere Prioritäten und andere Entscheidungen. Ja, dann kann ich nicht sagen, oh, was ist der Sinn meines Lebens und so ein Quatsch. Da ist schon mindestens 50% deines Sinnes ist schon erfüllt, indem du dir bewusst machst, du bist Teil einer Ahnenkette und du entscheidest, was mit ihr passiert. Hat dein Stamm eine Zukunft auf dieser Erde oder nicht? Das ist ganz klare Sache. Da wirst du ganz anders deine Prioritäten setzen und du wirst vor allen Dingen Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung heißt nichts anderes, als dass du dir darüber Gedanken machst, welche Auswirkungen haben deine Entscheidungen und Handlungen in der Gegenwart. Nicht nur für dich und deinen Stamm, sondern auch für die Gesellschaft. Und wenn du diese Gesellschaft analysiert hast und verstehst, was für eine Misere wir uns jetzt befinden, und du machst dir dann auch Gedanken, wie könnte man es besser machen, dann hast du auch die Verpflichtung, dich einzubringen. Denn Wissen bringt auch Verantwortung mit sich und Verpflichtung. Ja? Weil du kriegst dieses Wissen nur, damit du dieses Wissen auch sinnvoll einsetzt. Ja? Also Wissen verpflichtet, sonst wird es dir genommen. Und wenn du merkst, mit diesem Wissen kannst du das Leid in der Welt verringern, ja, dann leg los, ja. Boom. Love Stream ist online, Digga. Ich küsse dein Herz. Richtig geiler Part, finde ich. Also, ich mag den sehr. Ich mag den sehr. Wir können uns auf jeden Fall noch mehr von ihm reinziehen. Ich tendiere sogar dazu zu sagen, dass wir uns das ganze Interview von den beiden mal reinziehen. Das könnt ihr gerne mal jetzt in die Kommentare reinschreiben. Wenn genug Kommentare sind und die hochgeliked werden, werden wir auf das ganze Interview reagieren. Gerne auch im Chat reinschreiben, wenn ihr Bock habt. Ich liebe das. Das war ein Video, so damit könnte ich mich wirklich den ganzen Tag beschäftigen. Das bringt Menschen auch wirklich weiter, weißt du? Das sind Denkweisen und das sind Denkanstöße, die einen Menschen wirklich weiterbringen, so. Und das ist sinnvoll. Und das trägt was zu, nicht nur zu deiner Stammeslinie bei, sondern auch zur Gesellschaft, so. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr euch guten Scheiß reinzieht. Liebe geht raus auf jeden Fall an die beiden Cousins, die das Interview geführt haben, aber auch an die ganze YouTube-Community. Ich liebe euch, wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.